Frau Schreiberin, Frau Schreiberin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich hätte mir gewünscht, dass der Oberbürgermeister Herr Schöller dazu steht, dass dieses Millionengrab Kassel-Calden überprüft werden muss. Jetzt hat es dazu in der Koalition leider nicht gereicht, aber man muss doch konstatieren, dass 10 Jahre lang dieser Flughafen deutlich defizitär läuft. Wenn man sich anschaut, was damals von den euphorischen und beispielsweise dem damaligen Ministerpräsidenten Koch Betreibern versprochen wurde, die haben von 1 Million Fluggästen gesprochen. In Wirklichkeit ist das Worst-Case-Szenario damals, nämlich nur 300.000 Fluggäste pro Jahr, niemals erreicht worden. Selbst im besten Jahr 2018 waren es nur 132.000 Fluggäste. Im letzten Jahr waren es 100.000 Fluggäste. Und wenn man das mal hochrechnet, dass dafür Jahr für Jahr Millionen Subventionen, also sozusagen Zuschüsse reingebuttert werden, dann kann man in dem Fall dem Bund der Steuerzahler nur recht geben, die sagen, es ist höchste Zeit, diesen ökonomischen Mumpitz zu beenden. 300 Millionen Euro Steuergeld von Bund und Land sind bisher versenkt worden in Kassel-Calden mit diesem Flugplatz. Und wenn man sich mal anschaut, was die Gemeinde Calden sozusagen da zu tragen hat, die nur 3% Anteilseigner ist an diesem Zuschussgeschäft, dann bedeutet das für diese kleine Gemeinde, dass die Kindergartengebühren erhöht werden mussten, dass sie die Gewerbesteuern erhöht haben, obwohl propagiert wurde, dass sie Gewerbesteuereinnahmen plus haben würden und damit der Geldsegen über die Region geht. Nichts ist passiert. Und ehrlich gesagt, für 300 Millionen Euro könnte man zukunftssichere, sinnvolle Arbeitsplätze in Nordhessen massenhaft unterstützen und fördern. Wir haben so viele Aufgaben in Schienenverkehr, in klimagerechten Umbau und so weiter. Da muss man noch keinen Flughafen, der nicht funktioniert, finanzieren. Wir haben wir waren ja immer gegen diesen Konkurrenzflugplatz zu zum Beispiel Paderborn, also wo es eigentlich ja nur darum geht, dass jeder seinen eigenen Flughafen hat und seine eigenen Steuersubventionen in einem Punkt, anstatt Kooperationen zu machen. Das weiß jeder, dass es Unsinn ist. Es ist auch lange untersucht, dass diese Regionalflughäfen zu keiner Prosperität in der Region führen. Man hätte stattdessen zum Beispiel kooperieren können und Bahnstrecken, Infrastruktur für die Eisenbahn ausbauen. Das ist alles nicht gemacht worden. Wir sind der Meinung, dass es höchste Zeit ist, diesen Flughafen wieder zum Verkehrslandeplatz zurückzustellen. Es hat keins der Versprechen geklappt, die da mal dran gehen. Und dazu kommt die soziale Dimension. Und ich wundere mich schon über die Euphorie, mit der die SPD an dem Ding festhält. Ich meine, Urlaubsreisen sind sowieso normales. Und tatsächlich ist es so, dass viele Menschen, die von Armut betroffen sind, sich überhaupt keine Urlaubsreise leisten können, ganz zu schweigen von Flugreisen. Und statt jedes Flugticket mit 50 Euro zu subventionieren, könnten Stadt und Land Urlaub für arme Familien zuschauen. Das wäre eine sinnvolle Investition. Und ich meine, die 100.000 Flugpassagiere muss man mal ins Verhältnis pro Jahr, muss man mal zum Beispiel ins Verhältnis setzen zu den Fahrgästen der KVG. 48 Millionen Fahrgäste pro Jahr hat die KVG. Und wenn man jetzt mal diesen Zuschussbedarf hochrechnet, dann würde das bedeuten, dass die KVG jedes Jahr mit 2,4 Milliarden Euro bezuschusst werden würde, wenn dasselbe Verhältnis angelegt würde. Wir wissen alle, dass Flugverkehr ökologischer Unsinn ist. Es ist die am meisten klimaschädliche Mobilitätsform. Und anstatt zu pushen, dass man jetzt wieder von Calden nach Bozen fliegt, könnte man ja auch Werbung machen für den Nachtzug der ÖBB, der von Göttingen nach Innsbruck fährt. Und von da ist man in 2 Stunden mit der Bahn in Bozen. Warum macht man nicht, warum unterstützt man nicht diese umweltverträgliche Mobilitätsform? Ich begreife überhaupt nicht, warum sich auch die Koalition jetzt in so einer verklausulierten Formulierung irgendwie festhalten, die wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens.
Hafens verstärkt vorantreiben, verstärkt, dass es noch mehr Zuschüsse braucht. Was heißt das denn? Die wirtschaftliche Entwicklung ist schlecht und das wollen Sie verstärken. Wir sind der Meinung, wir sollten ehrlich bilanzieren und unsere Energie, unsere verfügbaren Finanzmittel in ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvolle und nachhaltige Projekte stecken und nicht in einen solchen Regionalfonds.